letztes Jahr geplant, will ich ganz gerne noch ein paar Prominente hier begrüßen, Gäste. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, nämlich einmal Herr Huber, der neu, noch neu darf ich ja sagen, 100 Tage im Amt, Landrat. Und manchmal ist die Farbenlehre gar nicht so schlimm, dass man da nicht sagen kann, man kann nicht miteinander. Ich freue mich also, Herr Huber, Herr Landrat, dass Sie heute hierher gekommen sind und an der Veranstaltung mit dabei sind. Ich freue mich, jetzt muss ich schauen, habe ich gerade nicht gesehen, aber ich sage das mal, wer sich angemeldet hat, der Bürgermeister aus Muggensturm hat sich angemeldet, Dietmar Späth, der mit dabei sein wollte, Michael Pfeiffer, der Bürgermeister aus Gaggenauen, habe ich schon gesehen, herzlich willkommen, lieber Michael, ganz besonders, und wo hat er sich jetzt versteckt, der soll sich nicht so verstecken, der Bürgermeister, also der Oberbürgermeister aus Rastatt lässt sich entschuldigen dafür, und Sie sind genauso gerne und lieb willkommen begrüße ich den Bürgermeister aus Rastatt, den Herrn Raphael Knoth. Herzlich willkommen hier bei uns. Und wir haben ja noch eine kleine Einlage gleich für Sie gedacht, deshalb dürfen Sie hier bleiben. Dann hat sich angekündigt, habe ich aber jetzt auch nicht gesehen, der Herr Paudler, Bürgermeister aus Rhein-Münster. Ah, da steht er ja direkt vor meiner Nase. Auch Ihnen herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir auch eine Veranstaltung, die wir in Rastatt machen, dass Bürgermeister aus den umliegenden Gemeinden kommen und nicht nur Bürger, Bürger, ganz viele, ich weiß ja, aus allen Ecken, sondern auch Bürgermeister. Und der Leiter des Polizeireviers, der mir gesagt hat, er konnte letztes Mal nicht kommen und freut sich, dass er diesmal da ist, der Herr Damm, ich freue mich, dass Sie da sind, nicht in Ihrer Funktion uns zu bewachen, sondern wirklich, das weiß ich auch, weil Sie ein ganz persönliches Interesse haben, herzlich willkommen. Nochmal alle anderen, die heute da sind, die ich vergessen habe.